betrachten die Punktladung Q und die soll meinetwegen 30 mal die Elementarladung tragen, aber positiv geladen in einem Abstand R. Ist eine Probeladung Q0 und die hat meinetwegen ein Tausendstel von der Elementarladung auch positiv geladen. Also der Unterschied zwischen dieser Punktladung und Probeladung ist, dass die Kraft, die von dieser Probeladung auf die Punktladung ausgeübt wird, vernachlässigbar ist, weil wir die Ladungsmenge von dieser Probeladung Q-Index 0 sehr, sehr klein wählen. Aber von diesem Objekt, sprich von dieser Punktladung, geht eine Kraft aus. Sprich, ich kann Kraft pro Ladung definieren als elektrisches Feld und dann bekommt ja diese Probeladung am Ort R einen Vektorpfeil, der sich auf das elektrische Feld auf diese Probeladung bezieht. Also elektrisches Feld auf diese Probeladung bedeutet ja, das ist nichts anderes als Kraft auf diese Ladung, Kraft pro Ladung. Wir haben hier nur eine Ladung, also Kraft pro Ladung. Der hat einen Vektorcharakter, also brauche ich hier hinten einen normierten Vektor. Der normierte Vektor zeigt in dieselbe Richtung wie dieser Vektor, aber hat natürlich, da er normiert ist, die Länge 1. An der Stelle können wir wie folgt ansetzen. Können sagen, das elektrische Feld am Ort R, also da, wo diese Probeladung sitzt, ist nichts anderes als Kraft pro Ladung mal ein normierter Richtungsvektor. Ich sage dann gleich noch was dazu. Diese Coulomb-Kraft vom Betrag her kann ich dir schreiben als 1 durch 4 mal Pi mal Epsilon 0 mal die Probeladung mal die Punktladung durch den Abstand ins Quadrat. Jetzt kommt der große Bruchstrich pro Ladung, ja, pro Probeladung. Okay, den hier hinten nicht vergessen, diesen normierten Vektor. Naja, und dann sehen wir schon, diese Probeladung ist völlig irrelevant. Was hier überbleibt, ist 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal diese Punktladung mal 1 durch R Quadrat mal dieser normierte Vektor. So, das hier vorne ist der Betrag von diesem Vektor. Und insgesamt, wegen diesem normierten Vektor, entspricht das natürlich unserem Vektor, der die E-Feldstärke am Ort R, ja, auf ja, diese Probeladung beschreibt. Ja, ich könnte jetzt an diesem Punkt hier die Länge hier, also den Betrag hier anheften. Dann hätte ich natürlich hier so einen Pfeil. Ja, und der Pfeil repräsentiert eben diese Feldstärke am Ort R, da wo diese ja, Probeladung sitzt. Unabhängig davon, ob sie hier jetzt sich rauskürzen lässt oder nicht. Das elektrische Feld am Ort R ist ebenso stark und die Stärke wird repräsentiert durch die Länge dieses Vektors. Okay. Es könnte so zum Beispiel aussehen. Ja, ein Beispiel wäre, ich schaue mir nur die Ebene an, dann habe ich einen zweidimensionalen Vektor. Ich habe einen Betrag hier vorne oder einen Teil, der für den Betrag relevant ist, das ist der hier, mal jetzt ja der normierte Vektor, der könnte so aussehen. Er muss ja, da er normiert ist, die Länge 1 haben. Wenn man den jetzt hernimmt und die Länge ermittelt, dann hat er natürlich die Länge 1, denn Wurzel über 1 durch Wurzel 2 ins Quadrat plus 1 durch Wurzel 2 ins Quadrat ist ja nichts anderes als der Betrag von diesem Vektor. Naja, 1 halb plus 1 halb ist 1, Wurzel über 1 ist 1. Also der da hinten scheint tatsächlich die Länge 1 zu haben.
So könnte, ja, könnte dieser Vektor ausschauen, ja, wenn wir uns auf den R2 beziehen. Ja, wenn wir uns auf den R3 beziehen, dann reicht es nicht ganz. Dann bräuchte man eben hier hinten noch eine Komponente. Meinetwegen setzen wir Z0, dann wäre das jetzt ja ein Vektor aus dem R3. Hat auch die Länge 1, da wir ja nur die Komponente Z gleich 0 gesetzt haben, ändert es nichts an dem Betrag. Schauen wir uns nun mal die Coulomb-Kraft mal genauer an. Wenn wir unten hier, die 0 soll den Ursprung unseres kartesischen Koordinatensystems angeben. Wir haben die Punktladung, die ist ja positiv geladen. Und wenn wir uns jetzt mal auf so eine krummelige Bahn beschränken, wir haben hier eine Probeladung. Ja gut, und gleichnamige Ladungen stoßen sich bekanntlich ab. Und jetzt kann ich, ja, wenn ich mich auf diesen Weg fokussiere, ja, den Weg von dieser Probeladung beschreiben, nämlich vom Ursprung, oder setzen wir den Ursprung am besten genau dahin, wo die Ladung ist, hier. Also vom Ursprung einen Ortsvektor, und den kann ich ja hier, ja, zu jedem Zeitpunkt, wenn man es mit der Zeit verknüpfen will, in Verbindung bringen mit dieser Bahnkurve, ja, bis ich letztlich vom Ort A zum Ort B gewandert bin. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir diese Probeladung Q-Index 0, ja, von B nach A verschieben, dann müsste ich ja entgegen der abstoßenden Kraft hier Energie aufwenden, um diese Probeladung von B nach A zu befördern. Ja gut, ich müsste sozusagen erstmal hier etwas Geeignetes ableiten, um diese Bahnkurve zu beschreiben. Es bietet sich das Skalarprodukt an. Wir nehmen mal diesen Vektor hier. Das ist ja einer von sehr vielen. Also ich könnte mir das ja sehr, sehr dicht vorstellen, ja. Also ich könnte hier diese ganze Wegstrecke in infinitesimale Wegstrecken unterteilen. Ja, das ist jetzt natürlich übertrieben herausgezeichnet. Infinitesimal würde bedeuten, ich würde diesen Vektor gar nicht sehen, weil er so klein ist, dass er sich von dieser Bahnkurve gar nicht unterscheiden lässt. Aber wir wissen, Übertreibung macht bekanntlich anschaulich. Deswegen nehmen wir meinetwegen mal so eine Position heraus. Ich habe hier einen, oder gehen wir hier runter, das ist besser. Das wird dann etwas angenehmer. Wir machen hier mal kurz frei. Ja, ich verwende gleich mal eine Farbe, dass das besser aussieht, das Ganze. Ich habe hier jetzt übertrieben eingezeichnet diesen Vektor. Ja. In die gleiche Richtung zeigt jetzt dieser normierte Vektor. Also in die gleiche Richtung bedeutet gleiche Richtung wie der hier. Der Vektor R vom Ursprung aus zu dieser Position. Also der normierte Vektor soll in dieselbe Richtung zeigen. Ja gut, und dann könnte ich ja hier streng genommen, wird jetzt ein bisschen schwierig, diesen Vektor in die Richtung von dem projizieren. Sprich, ich habe hier einen rechten Winkel drin. Ja, das heißt, ich rechne hier nichts anderes aus als das Skalarprodukt, nämlich normierter Vektor, Skalar mit dem hier, ist nichts anderes, der hat sowieso die Länge 1, als einmal Betrag von dem Vektor, und jetzt kommt der Cosinus, also ich bringe es nochmal hin, ich schreibe es hier unten weiter, der kommt hier hinter, mal Cosinus, und von was? Von dem Winkel zwischen diesen beiden. Machen wir es mal so, der Winkel hier, Alpha. Ich nehme mal wieder schwarz, gefällt mir besser. So, das hier ist jetzt etwas schwierig zu verstehen. Ich kann nämlich die Gleichheit jetzt setzen. Ich kann sagen, das hier, was ja nichts anderes ist als dieses Skalarprodukt, ist nichts anderes als ein infinitesimaler Beitrag in Richtung dieses Vektors R. Ja, warum darf ich das so schreiben? Ganz einfach. Da dieser Vektor ja sehr, sehr klein ist, man sagt auch infinitesimal, ist es auch ja dieses Produkt hier, ja. Aber dieses Produkt zeigt in die Richtung von diesem Vektor R, ja. Das heißt,
dieser Betrag muss dem Betrag eines sehr kleinen Anteils von diesem Vektor hier entsprechen. Ja, der hat ja die Länge 1. Wenn ich hier den Betrag jetzt angebe, muss ich streng genommen so Doppelbetrag die 2 antragen fürs Euklidische und dann ist die Länge 1. Okay? Aber infinitesimal bedeutet ja, das ist sehr, sehr viel kleiner als 1. Ja? Also gilt tatsächlich diese Beziehung. Das heißt, der Vektorpfeil r, ja, der wird auf dem Weg, von a nach b wachsen um je, ja, diesen Betrag. So, die sehr kleine verrichtete Arbeit, ja, um diese Probeladung Q-Index 0 von B nach A, ja, entgegen der Abstoßung zu verschieben, wäre, naja, infinitesimaler Beitrag meiner Arbeit ist nichts anderes. Ich brauche das Minuszeichen, weil ich muss ja Arbeit aufwenden, um entgegen der Abstoßung Arbeit zu verrichten. Naja, Arbeit ist Kraft in Wegrichtung. Ich habe die Coulomb-Kraft hier zu berücksichtigen. In Wegrichtung heißt, ich habe infinitesimale Wegelemente und erhalte infinitesimale Arbeitsbeiträge. Ja gut, mit der Beziehung, wir wissen, was ein elektrisches Feld sein muss vom Quotienten her. Das ist nichts anderes als die Coulomb-Kraft auf die Probeladung. Daraus kann ich ja folgern, was die Coulomb-Kraft sein muss. Elektrisches Feld mal diese Probeladung ist diese Coulomb-Kraft. Ja, und mit dieser Beziehung kann ich wiederum in diese Beziehung. Also kann ich daraus folgern, ein infinitesimaler Beitrag zu meiner Gesamtarbeit auf der Wegstrecke von B nach A ist nichts anderes als minus elektrisches Feld mal Probeladung mal infinitesimales Wegelement. Das ist wiederum äquivalent. Infinitesimaler Beitrag zur Gesamtarbeit geteilt durch diese Probeladung ist gleich minus das elektrische Feld mal infinitesimales Wegelement. Das ist nichts anderes als die Spannung, ja? Arbeit pro Ladung oder auch Potentialdifferenz genannt. Formal schreibt man infinitesimale Potentialdifferenz, weil ich habe ja eine infinitesimale Arbeit nur verrichtet, ja? Ist nichts anderes als, ja, Arbeit pro Ladung. Das kann ich aber dann wiederum mit dem in Beziehung setzen. Also infinitesimale Potentialdifferenz ist minus elektrisches Feld mal infinitesimales Wegelement. Möchte ich eine große Potentialdifferenz mit meiner Probeladung Q-Index 0 überwinden, gilt dann Folgendes. Ja, da muss ich Delta schreiben. Ich möchte jetzt eine größere Potentialdifferenz, also keine infinitesimale, überwinden mit meiner Probeladung. Ist gleich, naja, das muss ich natürlich auf die Arbeit dann auswirken. Ich habe eine größere Arbeit zu verrichten pro Ladung. Und ich muss dafür sehr viel kleine Arbeitsbeiträge zusammenzählen für dieses Delta W. Ja? Also hier stecken sehr viele solche infinitesimalen Beiträge drin, weil wir haben ja eine krummelige Bahn. Wir haben zwar eine konservative Kraft, aber dennoch, die Bahn ist krummelig. Das heißt jetzt formal, dass ich, wenn ich alle infinitesimalen Beiträge zu meiner Gesamtarbeit, das ist jetzt meine Gesamtarbeit, aufsummiere, dann heißt es, ich rechne ein Integral aus. Integral von, ich nenne es mal S-Index A zu S-Index, nee, den müssen wir so schreiben. Wir schieben ja von B nach A, sagen wir mal S-Index B zu S-Index A. Aber wichtig ist jetzt der Integrant. Elektrisches Feld mal infinitesimaler Beitrag in die Wegrichtung. Also, an der Stelle können wir was Interessantes
hieraus noch folgern. Gehen wir mal auf die Folgeseite. Ich habe diese Potentialdifferenz, die nichts anderes ist als Arbeit pro Ladung. Und daraus kann ich folgern, diese Potentialdifferenz ist das Potential am Ende minus Potential am Anfang. Ja? Mal, wenn ich das auf die andere Seite mit einer Äquivalenzumformung überführe, habe ich doch Delta Phi mal diese Probeladung ist nichts anderes als Potential am Ende minus Potential am Anfang mal diese Probeladung. Das ist nichts anderes als diese verrichtete Arbeit. Aus dem hier kann ich was Interessantes folgern. Ich kann hier mal das ausmultiplizieren. Ich habe ein Potential am Ende abzüglich ein Potential am Anfang. Multipliziert mit dieser Probeladung jeweils. Und auf der anderen Seite habe ich eine Arbeit, das ist ja nichts anderes als, ist als vom, von der Einheit her Joule oder Elektronenvolt, an einem bestimmten Punkt, also Arbeit am Ende meiner Strecke meinetwegen, abzüglich Arbeit am Anfang meiner Strecke. Daraus kann ich jetzt folgern, dass die Arbeit an einem beliebigen Punkt nichts anderes ist als diese Probeladung mal das Potential an diesem beliebigen Punkt. Ja? Und das hier nennt man auch elektrische Energie in einem beliebigen, ich kürze es mal ab, Punkt. Das ist die Probeladung und das ist das elektrische Potential oder kurz Potential in einem beliebigen Punkt. Ja? Die Einheit von diesem Potential ist das Volt oder Joule pro Coulomb. Ja, das bedeutet jetzt anschaulich, wenn ich so eine Punktladung habe, positiv geladen, dann gehen ja von dieser Punktladung diese Feldlinien, stellvertretend jetzt mal zwei Repräsentanten, hervor, die zu meinem elektrischen Feld gehören. Ja? Ich kann jetzt an jeden Punkt hier im Raum, auch an diesen zwei ausgewählten, ein Potential definieren. Ja? Egal wo. Die Frage ist, und die möchte ich im externen Video beantworten, ja, wie schaut das Potential so einer Punktladung aus? Ja? Das ist vielleicht ein bisschen aufwendig, das zu zeigen, deswegen möchte ich das Video an der Stelle abbrechen und im externen Video das zeigen, wie so ein Potential einer solchen Punktladung aussieht. Und dieses Potential wird dann auch Coulomb Potential genannt. Gut.